Ja, hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge vom Kühnes Kochkanal. Urlaubszeit steht vor der Tür. Viele fliegen auf die Kanaren. Dort gibt es einen ganz leckeren Eintopf, die Ropa Bicha. Das ist ein kanarischer Kichererbseneintopf. Ja, den machen wir heute. Viel Spaß beim Zusehen. Und das sind die Zutaten für unsere Ropa Bicha. Wir haben hier vorgekochte Kichererbsen im Glas, Paprikaschoten, Kochsahne, gehackte Tomaten, Wasser nachher für die Brühe, wo wir auch gleich zu den Gemüsebrühwürfeln kommen. Davor nehmen wir ein. Des Weiteren eine Gemüsezwiebel, Knoblauchzehen, Hähnchenbrust und Lorbeerblätter. Die genauen Mengen verlinke ich euch unten in der Infobox. Eine wichtige Zutat haben wir noch vergessen. Einmal das Olivenöl zum Anbraten. Das haben wir jetzt schon in dem Dutch Oven getan. Und unter anderem Thymian, der kommt später noch dazu. Nun geben wir aber erstmal unsere Zwiebeln rein. Schmoren die schön an. Der Knoblauch kann auch gleich dazu. Das waren jetzt drei Zehen. Schön klein geschnitten. Ich denke, wir lassen das jetzt erstmal anschmoren und melden uns gleich wieder. Nun kippe ich noch die Paprika dazu. Normalerweise wird das Gericht in zwei Töpfen gegart. Einmal die ganzen Sachen, die angeschmort werden. Und unter anderem dann das Fleisch und die Kichererbsen, was gekocht wird. Aber da mein Schatzi heute im Dutch-Ofen die Suppe machen möchte. Er wollte im Dutch-Ofen machen. Genau. Probieren wir es so mal aus. Vom Geschmack her wird es das gleiche sein. Wenn wir das Ganze jetzt übereinander schichten alles. Und spart ein bisschen Abwasch. Naja, mehr Aufwand, diesen dusseligen Dutch-Ofen abzuwaschen, als alles andere. Das mache ich ja da. So, das kann auch nochmal ein bisschen mit anschmoren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und jetzt mache ich einfach weiter, wie ich es drinnen auch machen würde. Die Kichererbsen. Dann das Fleisch drauf. Normal im Topf drinne wären es ganze Putenbrust, nein, Hähnchenbrustfilets. Die haben wir schon vorbereitet und klein geschnitten, mundgerecht. Tomaten dazu. Das habe ich auch noch mal. So. Nichts verschwenden hier. Dann meine Lorbeerblätter, Thymian und was ich noch nicht ausgepackt habe, das ist ein Brühwürfel. Den lege ich einfach mit da drauf. So. Und ich gieße das Ganze nochmal mit ein bisschen Wasser auf. Beim Blatsch bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich rühre ihn einfach ein bisschen, damit unten Flüssigkeit reinkommt. Ja, aber dann werden wir den Deckel eh anheben. Gut, aber und jetzt Deckel zu, denke ich, und dann mal schauen. Ja, ich habe jetzt die Kamera in der Hand. Mit dem Deckel, das ist schlecht. Mach ich, warte. Okay, wir drehen jetzt die ganze Sache mal. So. Deckel drauf. So, Deckel ist drauf und nach geraumer Zeit melden wir uns wieder. Eine Stunde ist vergangen und unser Kichererbseneintopf sieht super gut aus, riecht hervorragend und ich denke, es geht auch um Dutch Oven. Ich gieße nun die Sahne mit rein.
Oh, der duftet ja. Das lassen wir noch ein bisschen aufköcheln und dann sehen wir uns wieder beim Tellerbild. Ja, bis gleich. Ja, Freunde, fantastischer Eintopf. Wenn ihr auf den Kanaren seid, müsst ihr den unbedingt probieren. Oder noch besser, ihr kocht nach. Das Urlaubsfieber hat auch uns gepackt. Nächste Woche gibt es keine neue Folge vom Kühnes Kochkanal. Aber vielleicht bringen wir das eine oder andere Rezept aus unserem Urlaub mit. Je nachdem, ob wir Lust und Zeit haben. Naja, hat es euch gefallen? Lasst einen Daumen hoch da. Netten Kommentar. Unten rechts könnt ihr meinen Kanal abonnieren, wenn ihr auf das Logo klickt. Ja, ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.